Als die ersten Versuche mit elektronischer Musik auf diesem Gerät gemacht wurden, das sich heute im Deutschen Museum in München befindet, auf dem Trautonium. Einer der noch lebenden Zeugen der Entwicklung dieses Instruments ist Oskar Sala. 1930 hat er in Berlin an der Entwicklung des Trautoniums mitgearbeitet. Auch heute lebt Oskar Sala noch in Berlin, wo wir ihn besuchten. Dieses Spiel auf der Saite war schon bei dem ersten Trautonium von Professor Trautwein erfunden worden. Eine Metallschiene, eine Saite und dahinter ein Kästchen, in dem ein Radioapparat ähnlich, in dem das Trautonium untergebracht war. Und wenn man nun Saite und Schiene zum Kontakt brachte, an verschiedenen Stellen, und wenn man auf der Saite entlang gleitet, gibt es ein Glissando oder Portamento, Vibrato natürlich. Diese Technik war es, die damals Paul Hindemith so interessiert hat, dass er für das Instrument komponieren wollte und dass er selbst auf dem Instrument mitspielen wollte. Nun, was mich betrifft, ich kam 1929 an die Hochschule, ich kam in die Kompositionsklasse von Paul Hindemith und es dauerte nicht lang, da führte uns der Meister unters Dach in die Rundfunkversuchsstelle. Das war das Neueste an der Hochschule. Den Interessen der Musiker gegenüber dem Rundfunk gerecht werden, dass man gut komponiert dafür, dass man gut spricht, dass man Tonaufnahmen und so weiter machen könnte. Und oben war Dr. Trautwein und hatte eine Konstruktion vorzuführen. Ich habe das schon beschrieben, die Saite mit der Schiene, aber er hatte auch noch anderes. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass wir damals plötzlich eine Schaltung machten und da kam das raus. Und das, der Witz war natürlich, das sind Klangfarben. Jetzt natürlich Vokalklänge, aber wenn ich da bleibe. Auf einmal hatte das Trautonium alles an Klangfarben, was es haben wollte. Und diese Vokalsynthese war natürlich ein übriges, um damals Aufsehen zu erregen, denn das hatte noch niemand geschafft. Das war das erste Mal, dass elektrisch Vokale vorgeführt wurden. Und der Geheimrat Stumpf, der große Meister in der Universität, war sprachlos. Berühmt wurde Oskar Sala, als er in den 50er Jahren hier in den Berliner Studios, wo er heute noch arbeitet und schon viele Filme vertont hat, für den Krimi-Regisseur Alfred Hitchcock die Musik und die Geräuschkulisse des Films Die Vögel auf dem Trautonium realisierte. Unser zweiter Zeitzeuge lebt in München. Es ist der Komponist Harald Genzmer. Es war 1930 in Berlin. Hochschule für Musik. Hindemith war mein Kompositionslehrer und ich arbeitete in der Meisterklasse an der Berliner Hochschule für Musik. Es war eine äußerst lebendige Zeit. Hindemith war eine einzigartige Persönlichkeit, die sich für alles, was damals aktuell war, interessierte. An die Hochschule war auch Friedrich Trautwein gekommen, der damals die ersten Vorarbeiten zum Trautonium gemacht hat. Hindemith hat ihn dabei beraten. Und die Folge dieser Zusammenarbeit waren die ersten Instrumente, für die Hindemith ein Trio geschrieben hat, was Hindemith selber mit Oskar Sala am Trautonium und Rudolf Schmidt zur Uraufführung brachte. Diese ganze Zusammenarbeit versprach äußerst fruchtbar zu werden, wurde aber durch die ganzen Ereignisse 33, 34 unterbrochen. Heute wissen wir, wer der große Gegner von Hindemith war.
Niemand anders als Adolf Hitler, der seine Musik scharf ablehnte. Paul Hindemith, hier 1930 bei einem Ausflug mit seinen Schülern, war einer der ersten Komponisten, der sich für elektronische Musik interessierte. Aber als Hindemith nach Amerika emigrierte, war es auch mit seinen Versuchen auf dem Trautonium vorbei. 1937 kam ich von Breslau wieder nach Berlin zurück und damals begann die sehr intensive Zusammenarbeit zwischen Oskar Sahler und mir. Ich schrieb eine größere Reihe von Stücken für Trautonium und Klavier, auch einige Sachen für Trautonium und kleines Orchester. Das Hauptwerk dieser Zeit ist aber das Konzert für Trautonium und großes Orchester. Es erlebte 1940 seine Uraufführung in Berlin in der Berliner Philharmonie unter Leitung von Karl Schuricht, selbstverständlich mit Oskar Sahler als Solisten. 10 Jahre später entstand eine Schallplattenaufnahme dieses Stückes. Natürlich eine historische Aufnahme, unter Leitung von Siegfried Goslich, auch wieder mit Sahler als Solisten. Die ersten Takte des Stückes klingen etwa so.